Hallo, willkommen zu einem neuen Orchideen-Video. Ich möchte euch wieder ein Update über meine Orchideen geben für den Monat November. Und wir schauen zusammen, ob sich was getan hat, ob sich Blütentriebe vielleicht schon bilden. Ich meine, ihr wisst es ja vielleicht aus den älteren Videos, es ist schon ziemlich spät, denn letztes Jahr hatten die im September langsam angefangen, ihre Blütentriebe auszubilden, die Phalaenopsis. Aber dieses Jahr leider noch gar nicht. Aber schauen wir mal. Fangen wir an mit dieser kleinen hier vor uns. Das ist meine Nummer 3. Das ist ja die, die so weißlich mit ganz, ganz vielen pinken Tupfen blüht. Und das Zentrum ist so gelblich innen. Also, hier hatten wir ja diese Blätter. Das war neu. Und es kommt schon wieder ein kleines. Die hatte diesen Blütentrieb. Ihr seht es vielleicht. Da hat sich ja nichts getan. Und ich würde sagen, der geht jetzt langsam ein. Wurzelmäßig, ja, es bilden sich keine neuen. Aber sie bildet an den vorhandenen Wurzeln noch ein paar Austriebe oder Spitzen aus. Ja, aber ansonsten nur noch dieses kleine Blatt. Das heißt, sie ist noch in der Wachstumsperiode für Wurzeln und Blätter. Schauen wir uns die nächste an. Die Nummer 4. Diese hier. Das war die letzte, die ich von den Phalaenopsis mir zugelegt hatte. Auch hier passiert noch einiges. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Die Wurzeln bilden sich noch aus. Es kam vor kurzem dieses große Blatt. Und es kommt kein Blütentrieb und keine neue Wurzel an sich, sondern nur noch die, die jetzt eh schon da sind, die breiten sich ein bisschen noch nach unten hin aus. Also die ist auch noch im Wachstum für die Blätter und Wurzeln. Schauen wir uns Nummer 2 an. Das ist meine gelbe Phalaenopsis. Die hat dieses Blatt gebildet. Es kommt kein neues und es kommt keine neue Wurzel und kein Blütentrieb. Auch ein bisschen schade. Bei den anderen Wurzeln bin ich mir nicht sicher, ob sie da Spitzen bildet. Also es ist, sieht nicht danach aus. Nach diesem letzten Blatt kam auch nichts mehr. Schauen wir uns meine Nummer 1 an, die große. Hier ist der alte Blütentrieb jetzt vollkommen verblüht. Den schneiden wir gerade zusammen ab. Ich werde den einfach hier unten, der ist schon ziemlich trocken, einmal einkürzen. Das kann ich machen so dicht am Körper, weil er einfach schon, ja, ihr seht, es einfach nur noch ja, holzig ist. Daher wird sich hier nichts weiter nach unten vertrocknen, weil einfach schon alles trocken ist. Wenn der Stiel noch ein bisschen frischer ist, dann lasst 2 cm vom Körper noch stehen. Ansonsten kann es sein, dass es weiter nach unten abtrocknen und in den Körper geht. Ja, Wurzeln. Es bilden sich keine neuen. Es bilden sich aber auch keine Blütentriebe. Es hat sich dieses Blatt gebildet, aber hier unten, das kann man ganz, ganz schlecht sehen, befindet sich etwas. Es sah mir am Anfang aus nach einem Blütentrieb, allerdings passiert da nichts mehr, der wächst nicht mehr. Und da war schon ein Blütentrieb und normalerweise wachsen da nicht 2, aber da ist auf jeden Fall etwas, was da so nicht hingehört. Ja, also hier auch leider noch nichts. Schauen wir uns den Robium Phalaenopsis an. Genau, das ist ja die kleine, die wir letztens gerettet haben. Ich meine, ist schon etwas her, aber ja, auch noch nicht Ewigkeiten. Die Blätter sind sehr hart geworden. Allerdings ist bei diesem Blatt, was ich sehr komisch finde, als wäre da ein Schaden oder so passiert. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich sehe hier keine Parasiten oder sonst irgendeinen Fall und das sieht mir auch nicht nach einem ja, Schaden aus, dass irgendwie abgeknickt ist oder so, sondern einfach da fehlt ein bisschen die Blattmasse und das ist so bräunlich geworden. Aber auch hier kommen nirgends Blütentriebe und auch keine neuen Wurzeln am Körper.
Also auch eher verhalten, die wächst generell sehr langsam. Schauen wir uns meine Dendrobium nobile an. Die hat sich ja Gott sei Dank nach dem Wolllausbefall wieder extrem gut erholt, wobei sie halt noch sehr kahl aussieht. Hier würde ich sagen, tut sich nicht viel. Eine Stange habe ich jetzt gesehen. Das müsste. Ach, welche war es? Ja, diese hier. An dieser Stange bildet sich ganz, ganz, ganz klein ein Ansatz für eine Knospe und unten nochmal. Bei den Stangen, wo die Blätter dran sind, würde ich sagen, bildet sich überhaupt nichts. Also nirgends sind irgendwelche Ansätze. Aber immerhin kommt da überhaupt was. Also die, finde ich, hat sich gut erholt. Und mal gucken, was ich dieses Mal als Blüte erwarten kann. Dann hatte ich ja noch einen Neuzugang und zwar nochmal eine Dendrobium phalaenopsis. Die hatten wir ja vor kurzem gemeinsam in die Hydrokultur eingetopft. Ich zeige euch das mal. Die hat enorm viele neue Stangen ausgebildet. Die waren ja schon da, ganz klein im Ansatz. Die sind richtig groß gewachsen. Also bin ich extrem begeistert von. Die sehen auch alle toll aus. Ich würde sagen, noch nirgends ist in irgendeiner Weise ein Blütentriebansatz. Bei den alten Stangen waren ja zum Teil schon mehrere Triebe aus dem Zentrum gewachsen. Nee, ich würde sagen, da kommt auch leider noch gar nichts. Es bilden sich ja, vielleicht ganz kleine neue Stangen unten nochmal. Aber auch sonst keine neuen Wurzeln. Das heißt, auch hier wird wahrscheinlich erstmal nichts kommen. Ja, wie sieht es mit euren Orchideen aus? Ist da schon was passiert? Wachsen sie jetzt bezogen auf Blätter und Wurzeln? Oder haben sie doch schon ja, Blütentriebe? Oder es gibt ja sogar noch, das war bei meiner Nummer 2 ganz am Anfang so, während sie Blütentriebe hatte, hat sie tatsächlich auch ein neues Blatt gebildet und Wurzeln. Also das war auch ganz verrückt, weil normalerweise hört die vegetative Phase ja für die Wurzeln und Blätter auf und dann ist der Übergang für die Blütephase da. Ja, also ich weiß nicht, das fand ich sehr komisch. Ja, lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!